Hallo Sammlerfreunde, in diesem Video möchte ich euch einen privaten Rechenpfennig aus Kärnten vorstellen, für den ich jetzt kein zweites Belegstück gefunden habe. Die Rechenpfennige dienten zunächst zum Rechnen auf den Linien eines Rechenbrettes. Diese Art des Rechnens nahm im 13. Jahrhundert in Westeuropa seinen Ausgang. In den österreichischen Erbländern fanden die Reitpfennige und das Rechenbrett ausgehend von Tirol im 15. Jahrhundert ihre Verbreitung. Die Medaille aus Buntmetall, von der Patina her würde ich schätzen zum Großteil aus Kupfer bestehend, zeigt trotz der abgegriffenen Oberfläche sehr schön alle Details. Auf der Vorderseite, zumindest vermute ich, dass es sich um die Aversseite handelt, ist ein Ritterwappen mit einer Helmzier darüber zu sehen. Die Umschrift lautet Ritter römischer kaiserlicher Rat Hans Welze. Aufgrund des Wappens kann die Prägung der Adelsfamilie Welze oder Welzer zugeschrieben werden, die in Kärnten und in der Steiermark ansässig waren. Die Adelsfamilie lässt sich schon seit dem 12. Jahrhundert in Kärnten nachweisen. Geprägt wurde dieser Rechenpfennig meiner Meinung nach im Zeitraum 1540 bis 1600, wahrscheinlich in einer fürstlichen Münzstätte in Kärnten. Das Bild zeigt das Wappen der Welzer von Eberstein. Auf dem Revers sieht man ein Wappen mit Ritterkrone, darüber eine Helmzier. Die Umschrift lautet Geboren VSC Anna Welz. Ehrlicherweise konnte ich die Abkürzung noch nicht entschlüsseln. Ich vermute, diese Abkürzung VSC bezieht sich auf den Mädchennamen der Anna oder ihre Verehelichung mit dem Hans Welze. Um die Sache etwas spannender zu machen, konnte ich die auf den Rechenpfennig angeführten Personen noch nicht belegen. Das heißt, obwohl auf dem Rechenpfennig der Auftraggeber der Prägung als Ritter und römisch-kaiserlicher Rat bezeichnet wird, konnte ich ihn geschichtlich nicht sicher zuordnen. Die Adelsfamilie der Welze ist, wie so ziemlich alle Adelsfamilien, weit verzweigt und obwohl sich der Auftraggeber selbst sehr wichtig gesehen hatte und das auch durch die Prägung eigener privater Rechenpfennige zum Ausdruck gebracht hat, gibt es meines Wissens noch keinen sicheren zuordnenden Beleg für die auf der Prägung angeführten Personen oder für ein weiteres Exemplar. Das Bild zeigt das Wappen über dem Eingangstor des Schlosses Welzeneck im Osten von Klagenfurt, das 1575 Viktor Welze erbauen ließ. Am 22.04.1458 verlieh Kaiser Friedrich dem Moritz Welzer das mit dem Tode des Euchtach von Eberstein heimgefallene Wappen Eberstein. Das Bild zeigt die Urkunde über die Verleihung. Dieses Wappen zeigt im Feld 1 und 4 das Stammwappen der Welzer und für die Herrschaft Denberg im Feld 2 und 3 die nach links unten zeigenden Spitzen. Aufgrund der vermuteten Prägezeit des Reitpfennig im Zeitraum 1540 bis 1600 könnten Hans Siegmund I. Welzer von Eberstein, der Mitte des 16. Jahrhunderts geboren wurde, oder sein Neffe Hans Siegmund II. Welzer von Eberstein, verstorben im Jahr 1611, die Auftraggeber dieses Rechenpfennig gewesen sein. Die Burg Oberebenstein wurde im 11. Jahrhundert erbaut und lag über dem jetzigen Schloss Eberstein. Die Wehranlage war bereits im 17. Jahrhundert eine Ruine und ist heute nicht mehr zu sehen. Das heutige Schloss Eberstein wurde das erste Mal im 12. Jahrhundert als untere Burg urkundlich erwähnt. Die Herren von Eberstein starben im Jahr 1457 aus, ihr Erbe trat Moritz Welzer an. Unter den neuen Herren wurde die Burg bis in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts weiter ausgebaut. Die Welzer mussten 1630 als Protestanten im Zuge der Gegenreformation verkaufen und auswandern. Die Rechenpfennige wurden meist aus Buntmetall gefertigt und nach dem Vorbild der Münzen geprägt. Trotz ihrer geldähnlichen Herstellung handelt es sich dabei um kein Ersatzgeld, sondern einfach um ein Hilfsmittel zum Rechnen. Schon bald, noch Ende des 15. Jahrhunderts, Anfang des 16. Jahrhunderts,
nutzte man die Oberseiten der Rechenpfennige von staatlicher Seite für Repräsentationszwecke aus. Mit der Art der Verwendung wandelte sich ein Teil der Rechenpfennige schrittweise in die Richtung von Glemm-Medaillen. In den österreichischen Erbländern, wo nachweislich die ersten privaten Stücke ab 1497 auftauchten, waren diese zunächst eine landesfürstliche Gabe an Inhaber höherer Hofämter. Eine frühe Form einer Auszeichnung oder Anerkennung, die der Fürst seinem Hofstaat zukommen ließ. Eine einfache Art der späteren Gnadenmedaillen, die Vorgänger der Orden und Auszeichnungen. Ab dem 16. Jahrhundert tauchten erste Reitpfennige auf, deren Prägung von Privatpersonen in der Regel von adeligen oder besser gestellten Bürgern in Auftrag gegeben wurden. Diese Art der Rechenpfennige waren schon in erster Linie Kleinmedaillen, die für Repräsentationszwecke gedacht waren, oft mit einem größeren Durchmesser und manchmal mit einem höheren Relief, kamen sie den Medaillen schon nahe. In der Regel bestanden die Medaillen noch aus Buntmetall, obwohl es dem neuen Verwendungszwecke angepasst vermehrt Edelmetallstücke meist aus Silber gegeben hatte. Hauptlieferant und das Zentrum der Rechenpfennigproduktion war in Nürnberg. Ende des 15. Jahrhunderts wurden nachweislich die ersten Rechenpfennige in den habsburgischen Erbländern, in der Regel in den landesfürstlichen Münzstätten, hergestellt. Derzeit gibt es etwa 280 verschiedene bekannte private Prägungen, die sicher aus österreichischen Ländern und Gebieten stammen und welche in der Regel zwei miteinander regierende männliche Herrscher, Freunde oder auch Ehepartner zeigen. In Anbetracht der Tatsache, dass einzelne private Ausgaben sicher oft nur in geringen Stückzahlen geprägt worden sind, ist es wahrscheinlich, dass viele damals geprägte Exemplare heute unerkannt sind oder noch unerkannt in einer Sammlung schlummern und nicht der Öffentlichkeit und der Forschung bekannt sind. Neben den privaten Reitpfennigen, die in erster Linie der Repräsentation dienten, wurden selbstverständlich auch weiterhin Rechenpfennige für den alltäglichen Gebrauch gefertigt. Im frühen 17. Jahrhundert ging die Nachfrage nach Rechenpfennigen zurück. 1662 wurde der letzte österreichische Reitpfennig imitiert. Nachdem die Rechenbretter im 18. Jahrhundert immer weniger genutzt wurden, wandelten sich die Rechenpfennige zu Spielmarken.